Moin Moin, willkommen zurück zur weiteren Runde von Legion TD2 im Ranglistenmodus. Ja, Gegenangriff ist da, Fiesta ist genommen. Habe ich mir schon gedacht. Dann nehmen wir einfach Kingsguard. Zack. Welcome to Passt. Nova. Millenniumfett. Schwein hasse ich. Dafür Mudman gar nicht schlecht. Damage ist auf jeden Fall dabei. Ich würde den sogar austauschen für die Kanone. Ja, den Bären will ich nicht. Also das Schwein. So oder was? Ja, wir machen das mal. Aber nur ausnahmsweise. Nur ausnahmsweise. Ich mag das Schwein nicht. Sehr schön. Ja, hier passiert nichts. Aber mit meinem Roll wäre es auch ganz gut gewesen, als was ich mir ausgesucht hatte. Aber egal. Wir machen. Ja, mit denen kann ich halt kaum was machen, außer. Wenn die Zeus dann am Start sind, dann passiert auch was. Wir wollen aber keinen Split, weil Pyros und Schwein, ja, kein Split. Das heißt, ich werde hier nicht am Rand werde ich Bienen hinbauen. Ja. Am Rand Bienen hin, vorne, also ganz vorne Gatling Gun plus Zeus. Hier weiter hinten dann Groll und Manaros und ganz hinten die Schweine. Ja, aber es ist wirklich selten, dass man mal wieder jemanden im Team hat, der auch Fiesta spielt und auch spielen kann. Ich habe schon öfters mal jemanden Fiesta spielen sehen, der hat jede Wave gehalten. Das war total nutzlos. Gibt's aber auch. So, wir gucken mal. Auf jeden Fall hier schon Bazooka einstellen. Das geht klar. Upgrade. Aber ich glaube, ich sollte die Biene mit in den Growl einbeziehen, so ein Stück weit. Muss ich aber nicht. Ich könnte auch Königsklau immer platzieren. Königsklauen. Also in der Mitte Wächter der Meere. Königsklauen drumherum und vorne mit Mana-Rossern verteilen und die Bienen halt an den Rand. Das ist, glaube ich, ein ganz guter Plan. Kann man auch Block holen, Mensch. Wir machen die Turtle rein. Erste Biene.
Ja, ging raus, sehr gut. Sollen wir drüben gucken. Er hat den Goldwerfer dabei. Magischer Schaden würde durchkommen ganz gut. Er hat aber viel Aufprallschaden. Durch den Goldwerfer, die kommt den Kopter. Und goldener Beschützer. Also wir müssten auf 7 auf jeden Fall gehen. So mache ich das. Oh, nichts gesehen. Nichts geschickt. Da muss ich wirklich aufpassen. Der muss abscheißen. Ja, ist ja prinzipiell egal, ob 7 oder 8. Weil wir das jetzt schon mal sammeln. Das steht. Das heißt, die Wave sollte ich halten. Aber den dürfen wir nicht. Holy shit. Nur Gargoyles und Harpien bis jetzt. Was gibt es? Das Ritual, alles oder nichts, Gegenangriff. Der Gegenangriff wird aber Lukas nehmen auf jeden Fall mit Fiesta. Das steht fest. Ich gehe wahrscheinlich dann fürs dunkle Ritual. Die Piepen kann ich gut gebrauchen. Jetzt können wir erstmal ein paar Locker pushen. Oh, schade. Dann nehm dich. Einmal Stiche, also hab ja da jetzt. Aber sonst sind wir nur tanken. Die sollen ja einfach nur tanken, die Teile. Kann ich mal noch holen. Drei Aufwertungen gemacht. Ja, sehr schön, ist nun rausgegangen. Genau das wollte ich. Gatling Gun steht. Auch sehr wichtig. Braucht ich unbedingt. Und die Schnecke noch rein. Ja, und das bei Fiesta. Okay, der ist gut durchgekommen. Aber ich hatte mit dem Sandax natürlich gecountert. Aber der sollte abkacken. Hey,
Machen wir wieder noch einen Worker holen. Könntest du nicht zu sehr übertreiben. Ja. Ich hätte jetzt auch nichts geschickt, weil der hat zu viel Aufprallschaden. Das bringt mir nichts auf der Wave. Gar nichts. Ich hatte kurz überlegt, ob ich sammle. Aber das ist dann doch ein bisschen zu lang. Ging aber jetzt schon nicht schlecht. Hier ist wieder durch. Ordentliche Einheiten. Ja, er hatte sein kein Gold verlieren an. Beziehungsweise kein Mana. Aber jetzt kackt er ab. Sehr gut. Das ist geil. Das ist richtig gut. Der hat extra safe gespielt letzte Runde und jetzt kackt er trotzdem ab. Ah, nee. Doppelzeug wollen wir. Das glaube ich auch, dass der sauer geworden ist, weil sein Goldwerfer abgeschissen ist. Die Packleader mit drin. Und ein Hermit. Nee. Aber zumindest gut reduziert. Also so viel Leben hat er gar nicht mehr gehabt. Auf 1000er runter. Jetzt haben wir so ein paar Worker. Schwein. Noch ein Pyro. Und noch eine Biene. Das sieht nach kompletten Würfel aus. Das glaube ich euch. Aber es hat einen Plan. So, na, wenn ich hier dann die Todesklaudien packe und Königskralle. Königsklaue, so rum. Verbessere ich hier. Das Schwein hat eine starke Frontline und rammt sich nach vorne. Sollte wahrscheinlich Hexen machen. Na, mal gucken. Wird eng. Oh, nee. Aber das ist ja gut. Das ist ja gut. Oh, 60. 60 Mythium extra. So, Vulkankanone, Worker, Biene. Da kommen nur Bienen hin auf die linke Seite. Mehr kommt da nicht hin, nur Bienen. Aber jetzt muss ich mal ein paar Worker hochpushen.
Ja, sehr schön. Maruf ging raus. Keine Worker, keine Worker. Oh. Ne, wenn die sammeln, keine Worker bauen. Ich gehe mit der Armin Lukas, aber der wäre auch Fiesta. Ich muss ein bisschen mehr bauen. Also übelst viel durch. Er hat auch mehr erhalten als ich, aber hier ist auch alles abgekackt. Sehr schön. Mehr Fiesta und ein Haufen Worker. Ich gebe mein Bestes hier zu halten. Das war's. Krass. Das war schnell vorbei. Aber ihr wisst, wie es ist. Gutes Teamwork, da gewinnt man eigentlich immer. Und mit Amon Lukas hat es einfach auch immer funktioniert. Wenn er Fiesta spielt und ich spiele was anderes. Das klappt einfach. Das war's mit der weiteren Runde Legion. Ist ein Like-Abo da, wenn ihr mehr sehen wollt. Ja, wieder Experte, sehr schön. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.